Durch das komplette Spiel schleichen wäre dann doch zu einfach gewesen. Look out, Snake! The guys who stole my stealth prototypes are in there with you! Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der besten Endgegner in Metal Gear. I've been waiting for you, Snake! In dieser Liste sehen wir uns Bossgegner aus einer der besten Gaming-Reihen aller Zeiten an und bewerten diese anhand ihrer Popularität, Fanabstimmungen und unserer eigenen Meinung. Hier sind übrigens auch Figuren außerhalb der Metal Gear Solid 3 dabei, also kann man auch Figuren aus Spin-Offs erwarten. Und selbstverständlich gibt es hier auch den einen oder anderen Spoiler. Nummer 10. Sniper Wolf. Metal Gear Solid. Didn't you know that 2/3 of the world's greatest assassins are women? Sie mag zwar schön sein, aber diese Scharfschützin würde jeden, ohne darüber nachzudenken, erledigen. Das Mitglied von Foxhound macht ihr grausames Debüt, indem sie auf Meryl schießt, womit Snake ab diesem Punkt wieder allein unterwegs ist. I can see you perfectly from here. I told you, I'd never quit the hunt. Nach mehreren spannenden Sniper-Duellen zieht sie am Ende doch den kürzeren und sorgt für einen emotionalen letzten Abgang. Diese Frau hat den Namen Wolf wirklich verdient. Okay, Hero. Set me free. Goodbye. Nummer 9. Metal Gear Sahel Anthropus. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Behold! Today is the day weapons learn to walk upright! Die Metal Gear selbst waren schon immer ein Highlight der Reihe. Mechanische Panzer mit einzigartigem Design und mit Waffen ausgerüstet, die die Welt vernichten könnten. Ein mechanisches Monster auf zwei Beinen, das mit allem bewaffnet ist, das man sich vorstellen kann. Flammenwerfer, Railgun oder auch ein Schwert, die alle von Skullface kontrolliert werden können. Besonders der zweite Kampf ist unglaublich und zeigt, wie episch ein Bosskampf in einer offenen Welt sein kann. Nummer 8. Liquid Snake, Metal Gear Solid. Liquid. Gewalttätiger kann ein Brüderstreit nicht werden. So wie Solid ist auch Liquid Snake ein Klon von Big Boss und besitzt damit all die Fähigkeiten, die ihn zu einem perfekten Soldaten machen. Leider litt er unter Minderwertigkeitskomplexen, wodurch er Metal Gear mit Atomwaffen ausgerüstet hat und die Foxhound-Einheit zusammenstellte. You stole everything from me. Only your death can satisfy me. Der Faustkampf auf Leben und Tod auf dem Kopf des brennenden Metal Gear Rex war sagenhaft und kann man so schnell nicht wieder vergessen. Auch den britischen Akzent von Liquid kann man nur schwer überhören. We have no past, no future, and even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father. Nummer 7. Metal Gear Ray. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Der Kampf zweier Giganten. Zum ersten Mal ist man Ray im zweiten Teil begegnet und wurde als verbesserte Version von Rex vorgestellt. Auch wenn es aufregend war, drei Rays gleichzeitig bekämpfen zu müssen, sticht dieser Moment aus Guns of the Patriots noch mehr heraus, als man mit Metal Gear Rex gegen Metal Gear Ray kämpfen muss. It's not over. Not yet. Kugeln, Raketen und das Aufeinandertreffen dieser zwei Ultrapanzer machen diesen Kampf spektakulär. Zudem gilt also nicht, dass neu immer besser ist. Nummer 6. Solid Snake. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Brace yourself. Man dachte, es gibt nur zwei Snakes, aber dann kam Solidus. Als Anführer der Sons of Liberty und ehemaliger Präsident der USA war dieser dritte Klon von Big Boss der ultimative Freiheitskämpfer. Er wollte die Patriots vernichten, eine künstliche Intelligenz, die die ganze Welt kontrolliert. Is that so?
Das heißt nicht, dass er ein guter Mensch war. Wenn man ihm im Weg stand, war man so gut wie tot und viel besser als ein gewöhnlicher Terrorist war er auch nicht unbedingt. Zudem hat er Raiden adoptiert, als er ein Kindersoldat war, was ihn nochmal legendärer machte. You know this fellow? You remember me, don't you? You've grown. High concentration of cerebral implants. Have they altered your memory too? Nummer 5. The End. Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Do you hear me, Snake? I am the End. Auch wenn Quiet einen bleibenden Eindruck als Scharfschützin hinterlassen hat, mussten wir die ältere Generation wählen. The End ist Mitglied der Cobra-Einheit und ist fast schon mehr tot als lebendig, da er bereits über 100 Jahre alt ist. Let me linger in this world just a little longer. Sein Kampf wird oftmals als einer der cleversten Bosskämpfe aller Zeiten bezeichnet. Er kann sich mit Photosynthese selbst heilen, jederzeit und überall mit seinem Scharfschützengewehr treffen, sich vor Wärmebildkameras verstecken und vieles mehr. Das einzige, was nicht auf der Seite von The End ist, ist Zeit. Major, I found The End. He's dead. What the hell happened? Maybe it was from old age. Nummer 4. Liquid Ocelot. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Show me what you've got, Snake! Revolver Ocelot und Liquid Snake sind zwei der besten Bösewichte, die aus dieser Reihe hervorgetreten sind. Und so war es umso erstaunlicher, als diese beiden zu einer Person wurden. Körperlich und geistig. Der Kampf hat nicht nur einen emotionalen Höhepunkt, das Gameplay ist auch noch mit Nostalgie übersät. Dieser Faustkampf hat 4 Stufen, die alle jeweils ein anderes Spiel der Reihe repräsentieren. Auch wenn man kein Fan der Enthüllungen nach dem Kampf ist, Liquid Ocelot war für Solid Snake ein würdiger Gegner. This is only the beginning, Snake. Nummer 3. Stephen Armstrong. Metal Gear Rising Revengeance. Well, if it isn't Saucy Jack. Just a little too late. As usual. Politiker sind immer gern als Bösewicht in Spielen eingesetzt, aber es gibt keinen, der so unterhaltsam und männlich war wie Senator Armstrong. All right. I think we're about done here. Er ist der letzte Endgegner im erfolgreichen Spin-Off, bei dem man als Raiden alles zerhackt, um letztendlich bei einer Verschwörungstheorie zu landen, die das Ende der Welt bedeuten soll. Die Gedanken, die Armstrong vorantreiben, mögen zwar etwas einfältig aussehen, aber ein besseres Beispiel für männlichen Wahnsinn kann man nur schwer finden. Playing college ball, you know. That's a cushy Ivy League school. Nummer 2. Psycho Mantis. Metal Gear Solid. I'm Psycho Mantis! Dieser schwebende, gasmaskentragende Telepath ist nicht nur einer der bekanntesten Metal Gear Antagonisten, sondern liefert auch einen der besten Bosskämpfe aller Zeiten. Psycho Mantis konnte angeblich die Gedanken des Spielers lesen und las somit die Memory Card aus, brachte den Controller zum Vibrieren, schwärzte den Bildschirm und brachte die Spieler dazu, den Controller-Steckplatz zu wechseln. Ah, I can see into your mind. Ein wirklich unvergesslicher Bösewicht, sowohl optisch, aber ganz besonders wegen der verrückten Art, wie dieser Bosskampf ablief. I can read you like an open book. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. And kids are cruel. All people are by nature. They just lose touch with it as they get older. Start thinking they know right and wrong. Fancy meeting you here. You knew I'd come. I suppose I should thank you for not killing everyone at the launch site. Well, not if you say it like that. It's just you and me now. And I'm gonna enjoy this. This is the end of the road for you. Right, my friends? Listen, they agree. Nummer 1. The Boss. Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Boss? You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty.
Kein Kampf hat eine emotionalere Bindung als eine zwischen Lehrer und Schüler. Dieser Bosskampf wäre schon allein wegen dieser Auseinandersetzung auf unserem Platz 1, wobei man verzweifelt versucht, den Boss zu übertrumpfen, während man sich in einem Feld schöner weißer Blumen befindet und herausragende Hintergrundmusik läuft. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. Aber die Szene geht noch einen Schritt weiter und liefert einen der traurigsten Tode der Gaming-Geschichte. Es stellt sich heraus, dass der Boss alles wissentlich als Sündenbock nur getan hat, um ihr Land zu beschützen. Am Ende muss der Spieler das letzte Mal den Abzug betätigen. Mit einem unglaublich emotionalen Moment gibt es tatsächlich keinen besseren Bosskampf in Metal Gear als den mit der Boss selbst. Was hältst du von der Liste? Und welchen Endgegner findest du am besten? You're pretty good. You're pretty good. Pretty good. Für noch mehr sagenhafte Top Tens abonniere einfach Watch Mojo Deutschland. You're a wonderful man. Kill me. Kill me now.